Der Zellerschwammerl-Altar, die Besonderheit, das 14. Mal, natürlich eine ganz besondere Gabe, ein besonderes Geschenk von oben, vom Himmel sozusagen, weil wir, die Schwammerl-Sucher, wissen, dass die Wälder jetzt momentan alle leer sind. Wie Israel einst im Ägypterland das täglich Brot zum Leben fand, so holten wir die Schwammerlzieher, da nichts zu finden war jetzt hier, aus fernen Wäldern rasch herbei, der Platz ist schließlich einerlei. Damit der Pilgerstrom nicht stirbt und weiter für die Wallfahrt wirbt, das 14. Mal in diesem Jahr hier auf dem Zeller Schwammerl-Altar. Heuer das ganz besondere Geschenk, wie ich schon in der Predigt heute den Leuten auch gesagt habe, denn die Schwammerlsucher wissen es, unsere Wälder sind im Realsinn des Wortes leer, gibt keine Schwammerl rundherum und trotzdem haben wir 50 Sorten wieder zusammengebracht. Wir mussten natürlich weitere Kreise ziehen, haben einiges natürlich auch bekommen. So hat mein Reservemessner diesen großen Schwefelbohrling in der Nähe seines Hauses entdeckt. Eine Besonderheit natürlich. Und da wir ja in ferne Länder gereist sind, sozusagen, das heißt Bundesländer, nicht ins Ausland, waren wir nicht, sind einige Pilze dabei, die wir noch nie hatten, die wir in ca. 1500 Meter Höhe gefunden haben, die ja sonst wo nichts wachsen. Zum Beispiel in Mosinggebieten, der Apfeltäubling, der Orangetäubling, die sind an höhere Orte gewohnt. Wir haben auch den Butterröhrling noch nicht auf unserem Altar gehabt, der bei uns eher sehr selten ist. Dann ein Pilz, die Zungenkeule, ein Gebirgspilz, den wir noch nie auf unserem Schwammerl-Altar hatten, auch eine Besonderheit. Die Reifpilze sind ja in höheren Regionen häufiger, bei uns kommen sie praktisch überhaupt nicht vor, sind also auch eine Besonderheit. Und dann etwas für den Gewürzschrank, das ist der Magepilz, er heißt ja mit dem Fachnamen Bruchreizker, ist an und für sich ein schwach giftiger Pilz, aber als Gewürzpilz einer der besten Pilze, die es gibt. Riecht ganz intensiv nach Magie, der wird jetzt getrocknet. Da habe ich schon gesagt, meiner Messner beim Abbauen, den müsst ihr mal aufheben. Weil der muss nämlich in reines Trockenpulver, da genügt ein bisschen Staub und das ist das herrlichste Pulver. Aromatisch, so stark. Das ist der Magiepilz. Ne? Auch der Hohlfußhörner, der kommt bei uns auch vor, haben aber noch nicht sehr oft gehabt. Ne? Und dann haben wir noch das Glück gehabt, dass wir noch ein paar größere Herrenpilze gehabt haben. Der gelbe Steinpilz haben wir auch schon mal gehabt. Das ist hier ein schönes Exemplar, das Paar, das ist schon weniger. Darum sitzt ja der Schneck drauf, nicht? Dann die Amethystpfifferlinge, der normale Eierschwamm, sind nicht ganz dieselben, schmecken, aber beide sehr gut. Aber ich meine, die Massette schneiden wir mit den Händen. Hat das die Messerin wieder so wunderbar aufgemacht. Und heuer ist auch diese schöne Harmonie zwischen den Blumen oben und dem Wald unten. Das passt so harmonisch zusammen. Ne? Das haben wir ja hoch vom Gebirge. Das da oben, da und der Lerchen mit dieser Flechte, die, das waren ca. 1500 Meter Höhe. Ne? Der Stumpf, der ist von uns gegeben. Sieht man auch aus dem Totenbaumstumpf wieder das Leben. Das Leben ist das Wunderwerk.